So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück, herzlich willkommen zurück. Für alle, die auf YouTube zuschauen, sorry für den Cliffhanger letzte Woche. Herzlich willkommen zu diesem Mittwoch. Vergessen Sie nicht, jetzt zu subscriben, damit noch mehr Videos kommen, die nie zu merkwürdigen Zeiten unterbrochen werden. Schön, dass ihr da seid. So, wir für alle, die gerade auf Twitch live gucken, jeden Dienstag, wir springen jetzt wieder rein. Danke für die Leute, die noch schnell gesubbt haben, als sie gemerkt haben, dass sie dann in der Werbung keine Werbung sehen, sondern schöne Videos aus Japan. Dass die von alleine rausgleitet, weil das normalerweise musst du so machen. Aber diese Scheide hat so einen Knopf, also das rastet so das ein. Meinte ich. Klick, und wenn ich drauf auf den Knopf drücke, gleitet die Scheide von alleine runter. Okay. Und ich habe dir hier den Klick. Ich spring nochmal einen Schritt zurück. Wenn ich drauf drücke. Hier ist nämlich Nils, der erklärt, warum sein super overpowertes, mega overpower Superwaffengerät noch viel besser ist, als es eigentlich schon ist. Kleiner Griff. Also, und das so ein kleiner Knopf. Wenn man den drückt, geht die Scheide halt raus. Und die springt dann raus. Da ist eine Sprungfeder drin. Nein, also das Ding ist drin. Ja, hier ist die Scheide. Und wenn ich drauf drücke. Was meinst du? Die bleibt halt drin. Rausziehen. Ne? Du musst da die Scheide festhalten. Nein, das Geile an der Scheide ist, dass die. Ist auch geil, wie schnell er immer versucht, die Sachen noch besser zu machen. Von alleine rausgleitet. Weil da ist. Normalerweise musst du so machen. Aber diese Scheide hat so einen Knopf. Also, das rastet so das ein. Meinte ich. Klick. Und wenn ich drauf auf den Knopf drücke, gleitet die Scheide von alleine runter. Okay. Und ich habe dir hier den Gehsteuer und hier den Revolver. Und er weiß das ja nicht. Okay, der Widerhaken ist quasi an der Klinge, sozusagen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Genau. Ja. Ich verstehe nicht, was er meint. Ich möchte den drücken und instant, ich habe das ja tausendmal gemacht. Ich verstehe nicht, was er meint. Ich bin gespannt. Der Bedulian 80. Er drückt einen Knopf und dann fällt die Scheide einfach runter? Ihm quasi zack, in einer fließenden Bewegung. Mhm. Er sieht es nicht, weil er direkt neben mir steht. Das ist auch immer geil, das ist immer die nächste Stufe von Nils merkwürdigen Erklärung ist immer, dass er schon mit erklärt, was andere Charaktere können. Also er sagt erst, wie geil das ist, was er kann, und dann erklärt er im nächsten Schritt gleich mit, was das für Auswirkungen auf seine Umwelt hat. So, der kann das ja nicht sehen dann. Also der sieht das ja nicht. Und ich schneide dann so und schneide ihm den kompletten Bauch auf. Und er ist sofort tot und die ganze Stadt jubelt und wir stehen in der Zeitung, weil wir den Fall gelöst haben. Ihm so hier das richtig in den Bauch zu rammen. Okay, dann würfel mal eine Attacke mit dem. Was hast du, das Schwertkampf? Duellieren. Hast du durchgehen lassen? Ja, ich weiß, ich hasse diesen Skill jetzt schon. Du hast ihn durchgehen lassen? Ja, würfel auf Duellieren. Hätte ich halt erschweren sollen. Wobei, in dem Fall hätte es noch halbwegs Sinn gemacht, vielleicht, aber ja. Ihn jetzt schon. Das ist 75. Ich habe es tatsächlich geschafft. Okay, gut, ich wollte gerade sagen, erschwert, aber lass das. Das war zum Glück nicht mehr in der Zeit. Ja, du holst aus. Übrigens, in der Zeit steht. Er weiß auch genau, dass wenn er zu lange wartet, ich noch einen Malus gebe. Deswegen würfelt er immer ganz schnell. Also er nimmt immer alles, was er kriegen kann. So beide Hände nehmen, und ich habe schon den. Er reißt mir schon so am kleinen Finger, der nur noch an der Hand ist. Und während er den anderen Arm schon in seinem gierigen Mäulchen hat. François Guillaume de Tesserac steht völlig perplex da und sieht euch dabei zu. Was da eigentlich vor sich geht. Also auch er ist im Raum und bereitet sich scheinbar auf einen Kampf vor. Ich rufe ihm, Doc, wo sind Sie? Helfen Sie! Helfen Sie dem Mann! Mon Dieu! Globuli! Globuli, Globulu! Helfen Sie dem Lord Henry aber sofort! Ich werde mein Bestes tun! Okay, er scheint auch irgendwie nach einer Waffe zu kramen. Es scheint jetzt auch nicht. Er ist jetzt auch nicht am besten auf den Kampf vorbereitet. So. Also er ist jetzt ein Kampfcharakter. War das irgendwann mal zu viel? Habt ihr darüber gesprochen? Nee, ich glaube nicht. Also ich fand das immer ganz lustig und er nimmt das auch immer hin, wenn ich ihm das wieder wegnehme. Ich glaube, bei Beards, am Anfang von Beards gab es mal eine Situation, als ihn die Community so extrem hart für seinen Charakter kritisiert hat, was ich so im Nachhinein auch super schade finde und auch sehr unfair, ehrlich gesagt, hat er, glaube ich, natürlich berechtigterweise nach Gründen dafür gesucht. Und hat dann das Gespräch mit mir gesucht, weil er das Gefühl hatte, ich mache aus seinem Charakter, also dass ich aus seinem Charakter mit Absicht so einen Running Gag machen will, der nichts kann, auf seine Kosten. Und das war halt überhaupt nicht meine Absicht, sondern ich hatte das Gefühl, er hat einen Charakter gebaut, der mega viel kann und versucht immer völlig falsch die Probleme zu lösen. Und darum finde ich zum Beispiel ab dem zweiten Teil von Beards wird dieser Charakter einfach viel besser, so, weil er einfach viel besser versteht, wie der funktioniert. Und ich glaube, das war so das einzige Mal, dass wir mal so eine Powerplay oder so eine Spielinhaltsdiskussion hatten. Wie knackt der Kopfhörer hier auf einmal komisch? Herr Kopfhörer, können Sie das mal lassen, dass wenn ich rede, Sie komisch rumknacken? Danke. Hat man das Gefühl. Aber ja, okay, du hast es geschafft. Ja, okay, während er dich schlagen will, schaffst du es tatsächlich, mit deinem Degen das zu parieren und
triffst dabei auch noch seine Hand. Also du scheinst ihn zu verwunden. Absolut. Würfel mal Schaden aus, bitte. Ja, Mann. Wirf mal 1W6 plus 6. Weil es ist nur Hand und so eine Konterattacke. Sonst wäre es mehr Schaden. Eine 4. Okay, dann hast du 10 Schaden gemacht. Geil! Wir haben noch nie gekämpft, ne? Also nicht richtig. Im Abenteuer noch nicht. Korrekt, ja. Für die Pfeile aus Tiers muss man sagen, Nils Dulien verdient. Ich muss halt dazu meiner Verteidigung sagen, dass er keine Pfeile gefunden hat, ist auch so ein bisschen einfach random, ne? Also die Pfeile waren einfach ein ganz normaler Teil des Loot-Systems in Tiers. Jedes Mal, wenn sie Loot gefunden haben, hätten da Pfeile sein können. Den Schaden. Okay, in dem Moment, als du ihn triffst, weicht wirklich zurück und scheint auch erbost zu sein darüber, dass da was passiert ist. In seinen Augen siehst du irgendwas schimmern, das dich nicht daran glauben lässt, dass das gleich vorbei sein könnte. Da greift er in seine Tasche und wirft etwas auf den Boden. In der Sekunde füllt sich der ganze Raum mit einem Zischen, mit einem nebelartigen Gebilde. Und ihr hört Mr. Sly rufen. Ja, vor den Toren der Stadt, Shallow Tree, fahrendes Volk. Es ist ein Kampf. Entschuldigung. Was war das? Vor den Toren der Stadt, fahrendes Volk. Shallow Tree. Shallow Tree, das ist ein Ort. Volk. Und Melva, hat er noch gesagt. Shallow Tree. Shallow. Shallow Tree. Shallow. Und Melva, was? Melva. Seine Frau. Ach so, ja. Ist nicht ich kann mich nur noch so ein bisschen, ich kann mich nur noch an Radlo erinnern in diesem Lager. Und ich liebe den Charakter sehr. Auch wenn ich den improvisiert habe mit seiner Stimme und so. Ich freue mich jetzt schon auf den Charakter Radlo. Achso, ja doch. Entschuldigung. Genau, Grüße aus dem wunderschönen Oldenburg. Entschuldige, vor 32 Minuten schon. Grüße zurück. Und falls ihr hier noch nicht gesubbt habt, sowohl auf YouTube als auch auf Twitch, könnt ihr das jetzt sehr, sehr gerne tun. Freue ich mich. Vor den Toren der Stadt? Was war das zweite? Shallow Tree, Melva. So, ihr hört Kampfgeräusche und Schreien. Und scheinbar ist auch Guillaume de Tesserac schreit. Es fällt irgendwas zu Boden. Und dann ist Stille. Also ihr steht weiter in diesem Nebel. Auch Mr. Sly sagt erstmal nichts mehr. Ich schieße... Nutzt du dich halt einfach mal in diesen Nebel hinein. Okay. So, ich glaube, das war ein Fehler. Sie sollten das Bild hier noch nicht einblenden. Sie hätten hier nur die Stimme nutzen sollen. Das war einfach eine Fehlkommunikation. Da hätte man noch gar nicht wissen sollen, dass das Bild schon kaputt ist. Würfel mal. Nein, das doch, kannst du halt machen. Nein, ich glaube, das wird mir wieder zu Last gelegt. Ihr habt du machst das jetzt. Aber ich wollte auch mal schießen. Ich habe schon angefangen zu sagen, ich habe die Waffe extra rausgeholt und extra geputzt vorhin. Würfel mal mit einem W6. Scheiße. Oh nein. Dass er auch im Dunkeln jetzt einfach auf irgendwas schießt, was sich bewegt, finde ich gut. Würfel mal mit einem W6. Es war nur ein Spaß, Hauke. Nee, du hast das gesagt. Ich habe angefangen, dir die Konsequenzen zu sagen. Jetzt. In der Sekunde. Oh, komm. Du kannst ja auch ihn treffen. Ich hasse mein Leben. Also okay, ich gebe dir nochmal die Chance. Willst du es nicht machen, dann sag's jetzt. Du kannst es auch tun. In einer wenn man ihm so eine Wahl gibt, muss man sagen, meistens entscheidet man sich dann doch, das doch zu tun noch. In der Sekunde mache ich eine Abstimmung geistigerseits mit meinen Kollegen. Nein. Gehe ich da richtig in der Annahme? Soll ich einfach wahllos in den Nebel schießen? Eigentlich bin ich ein Befürworter dafür, sowas zu tun. Einfach wahllos in den Nebel zu schießen. Aber du hast einen Gorilla treffen. Also ich würde das, weiß ich nicht. Gut, genug besprochen, entscheide bitte. Nein, ich lasse es. Okay, wer weiß, was da passiert. Ja, ihr könnt miteinander reden. So langsam lichtet sich der Nebel wieder ein bisschen. Und ihr bemerkt, dass euer... Krasser Einstieg in so ein Abenteuer, ne? Also es ist ja gerade erst losgegangen, die sind schon mitten in einem Kampf. Kamerad und Begleiter Guillaume de Tesserac tot am Boden zu liegen scheint, zumindest leblos. Guillaume! Und auch das Bild ist zerstört und sieht jetzt so aus. Ich glaube, wir haben da ein Bild zu da. Und haben wir nicht. Hatten wir gerade schon gesehen. Ah, ja. Genau. Oh Gott, der arme Mann hat keine Haare. Unten aus dem Bild tropft ganz langsam Tinte. Mein Charakter geht auf jeden Fall. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob sie da jetzt drauf kommen, dass sie die Tinte auffangen sollen oder ob ich das wollte. Aber jetzt mein Instinkt würde mir sofort sagen, die Tinte auffangen. Zum Doc, weil er mag ihn sehr und der rüttelt an ihm und sagt: Julian! Ja. Julian! Ja. Wo haben Sie denn die Globuli? Ich nehme den Flakon, den ich aus dem Zimmer habe. Und natürlich, Budi, der alte RP-Schlingel. Mann, ey, der Typ. Ha! Und versuche die Tinte aufzusammeln. Es gelingt dir ohne Probleme. Wunderbar. Eigentlich sollte ich mal mit Budi alleine ein Abenteuer spielen. Nur Budi und ich. Am Tisch und ich die ganze Zeit nur Rätsel, die Budi dann einfach löst. So mit irgendwie so Backtracking zu 8 Stunden vorher an dem Abend. Budi hat sich das auf seinem Zettel aufgeschrieben. Meinst du etwa Petra, die Tankstelle vorne an der Ecke Müllerstraße betreibt? Die hat doch in ihrer Schublade immer eine Schrotflinte, in der eine rote Patrone steckt. Wenn hier also eine rote Patronenhülse liegt, dann muss das ja zusammenhängen. Ich sag, ja, Budi, das ist genau so ist das nämlich. Du hast den Fall gelöst.
Winston, helfen Sie doch mal! Dieser Mann ist unser Vermieter! Nee. Schreib mal auf die Rückseite, dass du da die Tinte aufgefangen hast. War Eda an dem Abend nicht dabei. Der war krank. Deswegen ist Ballon-Eddy eingesprungen. Aber warten wir mal ab. Tinte. Hey, was für ein Action-Einstieg hier. Entschuldigung, offensichtlich interessiert sich niemand für Sie. Ich kann es auch nicht ändern. Was möchtest du mit ihm machen? Rüttel weiter, aber ich habe ja keine Milizen. Hat jemand von... Also hat Buddy auch mal Dinge gemerkt, die du gar nicht auf dem Schirm hattest? Alle in der Gruppe haben immer mal wieder Fragen gestellt zu Dingen, bei denen ich dachte, okay, die Antwort darauf sollte ich eigentlich wissen. Manchmal gebe ich das auch zu, dass ich halt sage, sorry, ich mir keine Gedanken darüber gemacht, hätte ich wissen sollen. Also wenn sie nach so Daten und Uhrzeiten fragen, passiert mir das manchmal. Also welches Jahr haben wir eigentlich? Und dann bin ich so, fuck, ey, habe mir nicht überlegt. Nie in eine medizinische Ausbildung genossen. Nun, ich habe zwar keine medizinische Ausbildung, aber ich wage zu behaupten, dass Rütteln nicht das geeignete Mittel ist, um diesem Mann irgendwie zu helfen. Ich probiere es mit Schütteln. Okay, zur Beschreibung, seine Augen sind aufgerissen, er wirkt nicht tot, nur halt leblos in irgendeiner Form. Mr. Tesseract, Monsieur. Keine Antwort. Da, wo Sie sind, wäre ich auch gerne. Ich versuche ihn mit meinen medizinischen Grundkenntnissen zu... Okay. Er hat, glaube ich, wirklich medizinische Grundkenntnisse. Ich glaube, Pudi hat ein bisschen Medizin. Reanimieren. Was hast du? 10. Schön. Ich glaube, später hat er 25 oder so. Weil es wird immer mehr und immer mehr. Es macht ja auch Sinn, ne, dass er, wenn er so einen alten Herren betreut... Dass du dich endlich, nachdem du dich um das Gemälde gekümmert hast, dich auch um den lebenden Menschen. Ah, knapp. 27. Okay, ja. Nee, gelingt dir nicht. Also, du kriegst auch keine Grundeinschätzung, außer dass du sagst, du würdest sagen, er ist nicht tot. Aber ich halte meine Klinge über seinen Mund, um zu schauen, ob Atem kondensiert. Und das, die Klinge ist das Einzige, was ihm einfällt. Also eine Waffe über seinen Mund halten, aber ja. Ja. Nein. Ich habe mal gelesen, man muss das Herz massieren, um das Leben in ihn... Sie sind doch... Ja, na gut, dann nehmen Sie meinen Säbel und schneiden Sie mal sein Herz raus, dann können Sie es ja massieren. Winston, jetzt tun Sie doch mal was. Ich weiß genau, ich habe Sie damals einmal zu diesem Kurs geschickt. Sind Sie so vergesslich? Ich habe das jeden Morgen... Das ist ja mit der Waffe auf sich selber die ganze Zeit und so. Tan. Ach, ich erinnere mich. Ich habe es gehasst. Die guten Morgenmassage, die haben sie wirklich häufig gemacht, das stimmt. Die guten Abend. Nun, während diese beiden älteren Herrschaften ohne materiellen Besitz in alten Zeiten schwelgen, die weniger gut waren, als sie es sich heute weiß machen wollen, gehe ich zu meinem treuen Begleiter, dem einzigen Mann, mit dem man ein anständiges Gespräch führen kann, was man mit Sicherheit jetzt auch noch besser machen kann als mit diesen beiden Herrschaften, und versuche, mich um seine Befindlichkeiten zu kümmern. Ja, als du ihn genauer anschaust, fällt dir auf, dass eine gewisse Farblosigkeit in ihm ist. Also du hast das Gefühl, dass eine Menge Farbe aus ihm verschwunden ist. Er wirkt fast blass. Nun, also fast schon grau-weiß. Ja. Meine Herren, ich habe dort eine Theorie. Anscheinend haben wir es hier mit einmal für dich, Zed. Waterdrop ist aktuell keine Partnerschaft mehr. Die ist ausgelaufen. Die wollen nicht mehr was machen auf. Also gibt es leider nicht mehr den Rabattcode in die Partnerschaft. Ich trinke es noch, weil ich es gut finde, aber die Partnerschaft gibt es nicht mehr. Einem okkulten Clan zu tun, die offensichtlich die Seele des Menschen in Tintenform extrahieren können. Ich denke, das Gleiche haben sie auch mit unserem armen Monsieur Tesseract probiert und geschafft. Aber er liegt doch hier vor uns. Ja, sein Körper. Aber sein Geist war eben noch, er sagte... Nee, es wurde nicht zu wenig bestellt. Tatsächlich war da noch Return of Invest. Die wollten einfach nicht mehr, die wollen auf Twitch keine Partnerschaft mehr machen auf lange Sicht. Sondern haben ihre Strategie verändert. Vielleicht überlegen sie nochmal anders und so. Ich find's auch schade, tolles Produkt, aber nee, ist nicht mehr. Ganz klar, Globuli? Und dann wurde er zu Tinte. Was hat Globuli damit zu tun? Nun, sehr verehrter Lars. Ich habe nur folgendes Problem. Warte, ganz kurz, eine gute Frage. Hast du das Gefühl, dass die Charaktere mittlerweile vielleicht schon zu stark sind? Ich hatte bei den neuesten Abenteuern den Eindruck, dass Proben manchmal erschwert wurden, nur damit überhaupt die Möglichkeit für einen Fehlschlag besteht. Ich schaue die Abenteuer mit euch gerne. Vielen Dank für den Content. Ich glaube, ich war manchmal ein bisschen zu großzügig. Das liegt aber auch daran, dass die Jungs einfach ihre Werte so falsch eintragen oft. Und ich immer dachte, er ist jetzt auch nicht so wichtig, ist nicht so wichtig. Irgendwann muss ich mich mal hinsetzen und die mal wieder glatt bügeln, die Bögen. Ich erschwere eigentlich immer nur, weil das, was sie machen wollen, auch immer komplexer wird und ich mit ihnen als Spieler einfach immer härter werde, weil sie halt auch immer besser wissen, wie man Charaktere spielt. Also ich glaube, das Ding ist, dass sie einfach an einen Punkt kommen, wo sie immer mehr merken, ah, okay, das kann mein Charakter gut, dann benutzen die das halt immer.
dein Körper hier... Erik, sorry, aber ist jetzt gerade so ganz schwierig, also weil wir gerade Pen and Paper gucken. Japan-Frage kannst du super gerne demnächst stellen oder mal auf YouTube gucken, nur jetzt gerade ist schwierig. Im letzten YouTube-Video, jetzt von Sonntag, sind so ein paar Tipps zu einer Japan-Reise drin. ...ist und wir eventuell in einem demokratischen Entscheid eventuell diesen Leichnam oder Körper sichern sollten. Sollen wir seinen Körper sichern? Selbstverständlich sollten wir das tun, so einen prächtigen Körper. Das ist besonders eine gute Idee, denn ihr merkt, dass oben in irgendeiner Form Tumult ausbricht. Also ihr hört Schritte, die offensichtlich in Richtung der Kellertür kommen. Viele Schritte. Nun gut. Sir Henry, ich nehme, wollen wir beiden den Charakter... Wollen Sie vielleicht erstmal den Revolver wegnehmen? Ja, selbstverständlich. Ich helfe, beteilige mich beim Tragen, dafür gehört mir dann aber auch seine Leber. Sollte er nicht mehr aufwachen. Sie bräuchten mehr als eine Leber, um Ihren schmächtigen Körper doch vor dem Tod zu retten. Leber, Schmäber, das lassen Sie mal außerdem meine Sorge sein. Außerdem sind Sie so alt und gebrechlich, Sie können ja kaum den eigenen Gehstock tragen. Ich würde vorschlagen, die Tür zu verriegeln. Sie... Ist eine gute Idee. Das ist so eine gute Idee, wenn ich nicht drauf komme. Ist keine schlechte Idee, die Tür zu verriegeln. Ja. Wollten wir nicht gerade aus der Tür raus? Da bin ich überrascht, weil ich dachte, gute Idee. Ja. Nee, andere Tür. Es ist halt kein Schlüssel da oder so. Also du könntest mit irgendwas das festbinden. Oh, wolltest du sagen? Entschuldige. Okay, Hodor, du bleibst da oben stehen und wir beide machen uns... Da war Hodor schon, krass. Ist das lange her, ey. Vom Acker. Wollt ihr nur doch mit so anpacken? Von dir weg. Ich will neben ein Bein nicht. Ja, dann bin ich tatsächlich mit dem Laken schnell am Gitter fest hier am Winston. Ja, am Geländer. Jetzt lasst ihn doch mal die Tür sichern. Und dann komme ich wieder runter. Okay. Wenn Sie das Bein nehmen mögen, dann können wir zusammen den Herrn vielleicht in eine gemütlichere Lage bringen. Das ist doch nicht so. Nun, wollen Sie nicht? Sie sind reich und ein Arschloch. Sie sind alt und ein Arschloch. Ich glaube, ich bin der Einzige, die in diesem Raum, der Monsieur François de Tesserac heben kann. Ich nehme ihn auf meine Schultern. Okay. Sie sind reich und ein Arschloch. Sie sind alt und ein Arschloch. Ich wäre aus, wäre ich auch so, okay, sorry. Ja, was wollt ihr tun? Also du kannst ihn ohne Problem. Er ist auch so, Wir heben, das kriegst du hin. Ja, ist dieser Kerl ist noch mal an mir und meinem Rücken vorübergegangen. Gehen wir doch raus. Okay. Ich hatte schon den Bleistift vorbereitet. So. Ihr verlasst also den Keller. Wichtig ist, ihr habt einen neuen Ort entdeckt. Wir blicken einmal auf die Karte. Denn Shallow Tree ist ein Ort vor London quasi. Also es ist was, was euch bekannt ist. Wir blenden gleich die Karte mal ein und zeigen diesen neuen Ort. Denn oben am Shallow Tree wird euch jetzt ein Lager gezeigt. Oh. Hier heißt der noch Wailing Tree. Ich glaube, weil den habe ich am Anfang Wailing Tree genannt und dann habe ich gegoogelt und es gab einen Wailing Tree und darum habe ich es, glaube ich, umbenannt. Am Wailing Tree. Mhm. So. Nun. Gehe ich recht der Annahme, dass wir einfach abhauen jetzt? Nun, ich könnte meine Kutsche rufen und wir könnten uns mal diesen mysteriösen Ort anschauen. Eure Kutsche ist eh noch da. Meine Kutsche ist noch da. Heißt das, wir tragen den Mann nun komplett durch die ganze Stadt? Wir tragen ihn in meine Kutsche, aber wenn Sie wollen, können Sie ihn auch durch die Stadt tragen. Ihr seid jetzt quasi hinterm Haus und ihr müsstet einmal nur so rum, dann seid ihr wieder vorne und da ist eure Kutsche. Ich schlage vor, das zu tun. Einmal ums Haus gehen und in die Kutsche und abhauen. Ich wollte sagen, Sie müssten eigentlich immer noch abhauen, ne? Sie sind halt immer noch, aber... Ja. Auch ich finde das für eine gute Idee. Ja. Wer ist denn, wer geht vor? Gehen Sie, Lord... Nicht, dass die ganzen Fans dahin pilgern. Nee, das war, glaube ich, irgendwas ein bisschen... Das war kein positiver Ort, wenn ich mich richtig erinnere. Also es war schon irgendwas ein bisschen Heikles. Und darum habe ich mich dann, glaube ich, entschieden, das umzubenennen. Henry, nehmen Sie den Kopf, gehen Sie vor. Wir nehmen die Beine und gehen dann hinter Ihnen her. Nun, das ist ein netter Versuch, sich hier doch an dieser Arbeit zu beteiligen. Aber wie Sie sehen, schafft Ihr Butler das wie immer ganz alleine. Na gut. Okay. Ja, ihr kommt wieder auf die Straße und seht, als ihr so auf die breitere Straße kommt, es ist übrigens schon relativ dunkel, aber dank der Laternen sieht man noch genug, seht ihr Frederick Dunn, den kleinen Jungen, wieder, der in so einer Gasse verschwindet. Also der Junge, der erstens euch das Schreiben gebracht hat und zweitens den ihr am Haus der Familie Sly getroffen habt. Frederick! Er dreht sich um. Mein Junge! Hat er sich an den Namen erinnert oder habe ich den Namen gesagt gerade? Als ihr so auf die breitere Straße kommt. Es ist übrigens schon relativ dunkel, aber dank der Laternen sieht man noch genug. Seht ihr Frederick Dunn? Ich sag den Namen. Den kleinen Jungen. Ich dachte gerade, der in so einer Gasse verschwindet. Also der Junge, der erstens euch das Schreiben... War ja auch ein ganzer Abend dazwischen und so. ...gebracht hat und zweitens den ihr am Haus der Familie Sly getroffen habt. Frederick! Er dreht sich um. Mein Junge, welch Glück, dich zu sehen. Er ist ein bisschen verwundert über den leblosen Körper auf deinen Schultern. Kutsche steht da übrigens.
Möchtest du mit uns in die Kutsche einsteigen? Ich habe auch Süßigkeiten. Und diesmal Sound on point. Also bis jetzt, zweiter Teil, Sound deutlich besser. Nein, danke. Hast du schon mal Süßigkeiten bekommen? Ja, danke. Na komm, so kleiner Junge. Kenn ich. Komm, kleiner Junge, zu uns in die Kutsche. Ja, ja. Hast du schon mal Süßigkeiten? Komm in die Kutsche. Ich so, oh Gott. Wovor hast du denn Angst? Die anderen Jungen machen das der auch. Der zeigt auf den leblosen Körper auf seinen Schultern. Ja, das ist genau Teil unseres Problems. Was machst du eigentlich damit? Herr Winston, was tust du damit? Das ist ja wichtig, weil du rennst gerade durch London mit einem leblosen Körper auf den Schultern. Ich verstecke mich mit dem leblosen Körper. Okay, wo? Erschwert. Du kannst den auch in die Kutsche tun einfach. Ich tue ihn in die Kutsche. Ja. Gut, das war nur meine Frage, ob du jetzt, weil du kannst natürlich noch die ganze Zeit mit dir das rumtreiben. Ja, nein, das ist ja für selbstverständlich für mich. Okay. Ich tue ihn in die Kutsche. Gut. Frederick. Ja, Sir. Was tust du hier zu dieser späten Stunde? Der Lady die Tinte bringen. Der Lady die Tinte bringen? Tinte? Mrs. Sly. Welche Tinte denn? Tinte von Madame Gugul. Das musst du näher erklären. Nun, ja, am besten kommen Sie mit. Okay. Können wir, Leute. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Madame Gugul überhaupt vorgesehen war. Ich glaube, die habe ich an dem Abend erfunden, weil ja dann die Nummer mit halt Eddie gleich kommt. Ich glaube, die gab es in dem ursprünglichen Abenteuer, gab es Madame Gugul gar nicht. Oder es gab doch, wobei der Name ist ja auch eine Referenz. Ich kann mich nicht erinnern. Oder habe ich die dann an dem Abend noch schnell erfunden? Also ich habe die vor dem Abenteuer, glaube ich, erst geschrieben. Also an dem Abend, an dem Tisch quasi, habe ich sie, glaube ich, erst geschrieben. Den armen Doktor in ihrem... Weil das mit der Tinte ja dann irgendwie rein musste und so. Selbstverständlich. Mein Kutscher wird auf ihn aufpassen, als wenn es sein eigener wäre. Glauben Sie, er wird seine Geldbörse vermissen? 100 Euro von Google als Werbung erhalten? Schön wär's. Der gute Doc. Wissen Sie, mein Kutscher verdient wesentlich mehr. Wäre sie dann nicht vorgekommen, wenn Eddie da wäre? Ich glaube, so war das. Ich mag mich auch täuschen, aber ich glaube, im ursprünglichen Dokument war Madame Gugul nicht drin. Ja, als sie... Gugul ist eine Referenz für Google. Madame Gugul ist Madame Google, weil sie alles weiß, wenn man sie was fragt. Moment. Aber sollte ich nicht vielleicht an seiner Stadt... Im ersten Teil wurde Madame Gugul schon erwähnt. Echt? Ja, wenn dem so ist, dann täusche ich mich. Aber ich... Echt? Mich um den Geldbörse kümmern? Des Herrn Tesseract? Ich höre keine... Ich greife... Sehr wichtig für euch übrigens, nur mal das Problem, es regnet. Also ihr steht im Regen. Ich habe nun ein Portemonnaie. Okay. Ein weiteres. Ich trage es in meine... Überwürfeln. Das ist nicht schwer. Also ich will nur, dass ich will es nur nicht vergessen. Zu stehlen ist nicht so schwer. Doxios sagt ja auch keiner was. Sie sind nun meine Helfer. Nee, die wussten nicht, dass Eddie... Aber verraten wir es. Was Helfer? In diesem Diebstahl. Frederick. Vor. Ja, Sir. Führe uns zu Madame Gugul. Es soll nicht dein Schaden. Problem! Schon auch sehr, sehr gut. Ja, er geht die Gasse runter und ihr lauft, ja, es ist so eine schmale Seitengasse direkt gegenüber des Rivalry Club. Und es sitzt allerhand Gesindel rum, alle verdecken sich so ein bisschen mit allem, was sie so finden, den Kopf, um sich vor dem Regen zu schützen. Und Cynthia ging zu Madame Gugul und hat dadurch die Jungs angeworben. Achso, okay. Es gibt auch so ein paar kleinere Läden und einer davon ist so eine, ja, man möchte eher sagen Bretterbude, über der in ganz krakeliger roter Schrift Madame Gugul steht. Ich weiß nur, dass ich ihre Stimme spontan erfunden habe, in dem Abenteuer habe ich alle Stimmen so ein bisschen spontan erfunden. Ich glaube, mit Ausnahme des Anwalts, den habe ich beim ersten Abend, den habe ich vorher geübt. Oh. Die Schrift erinnert euch erschreckend an die Handschrift in eurem Brief. Also das erkennen wir. Ja, das ist schon eindeutig erkennbar. Es ist eine sehr krakelige, ungeübte Handschrift, ein bisschen kindermäßig, ja. Frederick führt euch zu diesem Stand. Okay. Darin sitzt. Kann ich vorher noch mit ihm sprechen? Kannst du gerne machen, ja. Frederick, wir sind hier an einem ganz speziellen Fall dran. Bitte übergib mir nun diese Tinte. Ich hab keine Tinte mehr. Ich hab sie mit ihm schon gebracht. Moment, das musst du nochmal genau erklären. Du hast die Tinte von Madame Sly. Madame Gugul? Madame Gugul gegeben. Nein, Madame Gugul's Tinte mit Sly. Okay. So rum.
Madame Gogols Tinte Mrs. Sly. Ja. Wie übst du Stimmen? Ich habe Probleme bei einer älteren Zwergendame, die halt recht rau klingen soll. Also weibliche Charaktere ist immer schwierig, wenn du nicht möchtest, dass die dumm oder übertrieben lustig klingen, solltest du nicht deine Stimme versuchen, so zu verstellen, dass die wie Frauen klingen, sondern einfach anders betonen. Also wenn du einen weiblichen Charakter hast, der ein Zwerg ist und auch einfach so klingen soll, rede einfach, wie du halt ein Zwerg reden würdest und versuch halt lieber in der Tonalität das zu verstecken, als dass du deine Stimme hochpitcht. Also wenn du so redest, ist es immer lustig, so wenn eine Frau so klingt. Aber wenn eine Frau so klingt, dann kann man plötzlich auch wiedererkennen, dass sie das sein soll. Oder wenn die so klingt, dann kann man auch erkennen, dass sie das sein soll. Und es klingt halt weniger wie eine Frau, aber man erkennt halt, dass es ein anderer Charakter ist. Und das ist ja das Wichtige. Und es kommt in der Regel besser an. Wobei Madame Gogol jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel da ist, weil die richtig... Wann ist das denn gewesen? Wie geht's? Gerade. Gerade eben. Ja. Gut. Selber DM hier, wie schaffst du es, dass spontane Charaktere nicht generisch werden? Also zum Beispiel alte Damen gleich, alle kleine Jungen gleich und so. Jetzt bin ich auch nicht befreit von, mit der Zeit wird man aber, die sind halt alle immer sehr over the top, das hilft dabei. Und mir hat halt geholfen, dass die Jungs selten mit willkürlichen Charakteren interagieren. Oder ja, bei Ultracore zum Beispiel ist es halt super einfach, weil die Welt so völlig over the top ist, dass jeder Charakter einfach mega over the top sein kann. Mir hilft ehrlich gesagt, dass es keine generischen Charaktere gibt. Also, wenn die jemanden ansprechen, habe ich mittlerweile so ein Sheet von random Infos und die können sie dann da finden. Es ist super selten, dass sie Interaktionen mit Charakteren haben, die dann keine Rolle mehr spielen im Abenteuer. Und wenn doch, dann ist das halt, weil sie dazu das so gemacht haben. Also, keine Ahnung, Ultracore ist ja alles improvisiert und die Wachen, die sie dann ansprechen, ich habe dann irgendwo stehen, folgende Infos kann man irgendwo finden. Und wenn sie da eine Wache ansprechen, denke ich, okay, geil, die Info würde zu einer Wache passen und dann gibt's die Wache. So. Die ist dann einfach ein wichtiger Charakter und dann fällt es einem auch leichter, sich zu überlegen, wer das so ist. Dann gehen wir doch mal zu dieser Madame Gogol. Wir sind schon da. Guten Tag, Madame Gogol. Gut, und bevor Madame Gogol euch begrüßt, machen wir eine kurze Werbepause und sind gleich wieder. Die frisieren wir so weg. Die schneidet unser Cutter so raus. Vielleicht macht es diesmal nicht mehr drüber reden. Hammerjob, der schneidet die Werbepause raus, als ob es keinen Morgen gibt. Und da sind wir wieder. Es geht nahtlos weiter. Ihr steht also vor dem Stand von Madame Gogol. Sound direkt wieder an, der war wunderschön, der Regensound gerade. Ja, ihr steht vor dem Stand von Madame Gogol und könnt, wenn ihr wollt, eintreten in diese Bretterbude. Frederick ist bei euch. Ja, ich gehe rein. Ja, auch ich. Ich auch. Okay, ihr tretet ein. Es ist ja eine sehr runtergekommene Bude. So, ja, man kann schon sagen, absolut verdreckt. Eine Sekunde, ich muss mal aufrufen. Laptop ist hier nicht so. Eine ganz geile Idee, so ein Charakter-Randomizer. Habe ich mir jetzt gerade ausgedacht, mache ich vielleicht. Also so ein, die Leute gehen in irgendeinen random Laden und du hast dann wie so ein, wie bei Monster Munch, dieses wird dann so zusammengebaut. Und das sind dann Attribute, die sinnvoll zusammenpassen. Ist eigentlich ganz geil. Und vor euch sitzt eine... Also du hast halt so Karten, ziehst dann Karten und dann weißt du, okay, kann das, geil. Ich habe einen Charakter gebaut und passt schon irgendwie zusammen. Eine Person, bei der ihr euch eigentlich nicht sicher sein würde, ob es wirklich Madame oder vielleicht eher Monsieur ist. Der Kopf ist so eine Art, in so einer Art seidenen Turban, aber sehr zerfressen gehüllt. Der Körper ist so in Sterne. Ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß nur noch, dass Madame Gogol mega over the top ist. In meinem Kopf ist der Charakter so krass over the top. Bestickter Stoff. Die Person ist ganz geschmacklos geschminkt. Also so ein bisschen Rouge wild auf die Wangen geschmiert. Ja, also sie schaut euch an. Die Herren. Okay, ja. Alles klar, okay. Winston, schau mal, ein Clown. Schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Das ist, weil ich das spontan gemacht habe. Ich muss dann manchmal auch selber lachen, wie so ein Charakter auf einmal so dumm ist. Die Herren. Ich spürte ihre Ankunft. Aber siehst du, sie klingt überhaupt nicht wie eine Frau, aber es funktioniert sofort. Weil man den Charakter, weil der Charakter halt einfach unique ist. So. Na, das ist ja toll. Treten Sie ein in das Heim von Madame Gogol. Es ist wunderschön hier. Wir müssen uns ja nicht vorstellen, Sie wissen sehr sicherlich dank Ihrer Kräfte schon, wer wir sind. Eine Schwäche ereilt mich. Meine Erinnerung ist verschwommen. Helfen Sie mir doch bitte. Mein Name ist Jesus.
sehr erfreut, Jesus. Spanier? Arabisch. Oh. Und jetzt seid ihr zwei Jünger. Jünger 1 und Jünger 2. Wie schlecht die im Namen erfinden sind. Ich verspüre eine große Abneigung. Wobei Jünger 2 etwas älter ist als Jünger 1. Ich kam zuerst. Sie sind mal. Sakrotan war ähnlich. Bei Sakrotan stelle ich mir immer. Fuck, wo ist denn das noch? Es gibt so eine Szene, wo so ein Charakter so sich so zurückwirft, dann so rüberläuft aus irgendeinem, so einem rotoskopierten Animationsfilm. Das ist auch so ein Meme, wo der so, oh, und dann so rennt. Und so ist Sakrotan. Ich stelle mir immer diese Szene vor, wenn ich Sakrotan spielen musste in Ultra Core. So ein mega over-the-top Charakter. Madame Gugul. Ganz richtig. Seherin, Allwissende und Helferin in der Not. Jetzt weiß ich, welcher Charakter. Warte, das ist, glaube ich, ist das nicht Pocahontas? Pocahontas Meme oder so. Und da gibt es so eins, wo der so Meme Running. Ich glaube, das ist Pocahontas. Das ist das! Scheiße, man sieht das halt überhaupt nicht. Vielleicht sieht man es hier, kann ich ein bisschen ranzoomen. Sondern macht er so mega dramatisch, macht er so, ah, ah, und dann rennt er so los. Und an den denke ich immer, während ich Sakrotan spiele. Hier ist es. Ah, ah. An den denke ich immer. So. Das sehe ich. Madame Gugul. Was? Gugul. Madame Gugul. Wir sind aus vielen Gründen hier. Der wichtigste Grund zuerst. Was können Sie mir über den Erfolg von Bitcoins sagen? Er wird richtig abgehen noch, oder? Zunächst nichts. Doch, ich sehe eine Blase. Ich wusste es. Moment. Seifenblasen. Was? Das ist Frau Gugul. Es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Ich habe so viel von Ihnen und Ihren Talenten gehört. Oh, Sie schmeicheln. Ihr Ruf eilt durch die Gassen dieser Stadt. Oh. Ich habe zu danken, Tierhelfe. Eine Rattenplage, aber im positiven Sinne. Wir sind hier. Wirf mal auf. Hast du Charme oder irgendwas? Ja, natürlich. Dann wirf mal auf Charme. Also ich habe Lügen. Betören, Charme, irgendwas. Ich habe, warte mal, führen, lügen, bestechen, einschüchtern. Menschenkenntnis. War Madame Gugul tatsächlich ein Mann, weil später ist das Tücher am Dekolleté hat? Kann sein, vielleicht wollte sie auch einfach nur, dass Dekolleté größer aussieht. Weiß ich nicht mehr. Polieren. Ja. Polieren? Nee, nee, dann lass mal. Gut, du hast den Skill nicht, dann gibt's die Option nicht. Gut. Okay. Wir sind hier, um ihren Wissensschatz etwas anzuzapfen. Oh, zapfen Sie! So einer Frau wie Ihnen dürfte es doch bestimmt nicht in Gang sein, wenn in dieser Stadt etwas Okkultes vor sich geht. Keineswegs! Ich spüre alles! Haben Sie jemals etwas von der Praxis der Tintung gehört, wo die Seele eines Menschen aus dem Körper gesaugt wird und in Tinte verwandelt? Wenn Sie dafür zahlen, ja. Was kostet das denn? Warum ist die nicht so gut gealtert? Jetzt bin ich gespannt, Landi, ob das persönlicher Geschmack ist oder ob du jetzt mehr interpretierst, als drin ist. Aber ich bin sehr gespannt. Ein Pfund. Ein Mann ihres Formates kann das doch sicher mit Leichtigkeit bezahlen. Ein Pfund was? Ein Pfund Hack? Ein Pfund, das ist Geld. Das ist eine Einheit. Ein britisches Pfund. Ach, Pfund ist Geld. Entschuldigen Sie, in diesen kleinen Größenordnungen rechne ich gar nicht. Na gut. Dann bekommen Sie von mir dieses Pfund. Sehen Sie dieses Pfund? Es könnte schon bald Ihnen gehören, Madame Coco. Lustig, wenn du daneben stehen würdest jetzt. Was können Sie uns denn jetzt genau sagen? Wonach suchen Sie denn? Gab es in letzter Zeit Vorkommnisse, die Sie glauben ließen, jemand hätte die Praxis der Tintung angewendet? Nicht, dass ich wüsste. Dann muss dieses Stück Pfund leider zurück zu seinem Besitzer. Warten Sie doch! Hätte hier vielleicht Tinte für Sie! Was ist denn das für eine Tinte? Rote Tinte. Ihr findet folgenden Hinweis. Die Regie blendet es gleich ein. Ich muss mal gucken, habe ich das Kärtchen überhaupt noch hier? Ich glaube nicht. Wegen dem Dekolleté und sonstigen geschlechtlichen Hinweisen, da könnte man schlechtes reinlesen.
Da sind wir aber nicht einer Meinung. Also vielleicht kommt das auch noch und ich habe das gerade nicht auf dem Schirm, aber bis jetzt ist ja kein einziger Hinweis. Aber vom letzten Mal, das muss ich mal eben raussuchen. Ich hab's vergessen. Ja, ihr findet aber einen Flakon mit roter Tinte. Also ich bin da auch verhältnismäßig sensibel, finde ich, aber das finde ich jetzt sehr weit gegriffen. Und wenn ihr euch richtig erinnert, ist ja auch das Schreiben, das ihr bekommen habt, in roter Tinte geschrieben. Mhm. Aha. Danke für den Hinweis. Wie sieht denn der Raum aus? Ist da irgendwas auffällig? Es ist halt so ein bisschen, ja, lieblos versucht, okkult einzurichten. Also kleine Geister könnte man damit auf jeden Fall beeindrucken. Es stehen allerhand eigenartige Gerätschaften herum. So, ja, ein paar Gläser mit irgendwelchen Flüssigkeiten. Sie hat so eine... Nehme ich zurück, hab's falsch aufgenommen. Nee, ist ja auch legitim, wenn du es so verstehst. Vielleicht kommt das auch noch, ne? Vielleicht habe ich es einfach nicht in Erinnerung, dass das eine Rolle spielt. Also... Ja, so eine Möchtegern-Glaskugel auf dem Tisch aufgebaut, allerhand billig. Wie viel Kuchen sich Simon nimmt. Auch so ganz langsam nimmt er einfach mit zwei Griffen drei Viertel des Kuchens auf seinen Teller. So eine Möchtegern-Glas... hat halt einfach so eine Ecke rausgeschnitten und nimmt halt beide anderen Teile. Glaskugel auf dem Tisch aufgebaut, allerhand billige Stoffe, die aber verziert sind, hängen so herum. Also sie hat versucht, das Ganze so okkult aussehen zu lassen oder müßig. Und er hat da noch mehr! Da liegt schon ein Stück! Ach nee, das ist das Brot. Aber verziert sind, hängen so herum. Also sie hat versucht, das Ganze so okkult aussehen zu lassen oder mystisch, wie es geht. Gibt es einen Hinterausgang? Nein. Das ist wirklich eine winzig... Ihr steht halt okay. Da echt so nebeneinander. Das ist eine winzige Bude. Okay. Ihr seht aber auch, dass sie da sonst auch wohnt und schläft. Oh, okay. Frau Gogol. Was können Sie mir dazu sagen? Das ist falsch rum. Das ist auf dem Kopf. Nun ja, ein Brief möchte ich meinen. Wirf mal auf Menschenkenntnis. Bestanden. Ich hab 85. Okay. Ja, sie lügt. Frau Gogol. Ja. Frau Gogol. Frau Gogol. Ja. Was denn? Was halten Sie davon, wenn wir beide dazu übergehen, uns ausschließlich die Wahrheit zu sagen? Und wenn Ihnen das vielleicht nicht im Blute liegt, dann möchte ich Sie ein wenig motivieren. Denn so wie es aussieht, ist dieses Stück Fund mit Familiennachzug ausgestattet worden. Fast zwei Stunden schon, Nicola. Denn hier, wo das herkommt, sehen Sie mal hier. Nun, ich könnte Ihnen durchaus auch so ein Schreiben aufsetzen, wenn Sie möchten. Ich möchte gerne, dass Sie mir alles sagen können, was Sie zu diesem Schreiben wissen und um die Geschehnisse rund um das Zustandekommen desgleichen. Wie viel Geld bietest du ihr an? Also ich hatte jetzt ja... Wie viel ist denn 2 Pfund? Viel. Das ist richtig viel. Ja, da biete ich ihr 2 fucking Pfund. Okay, das ist wirklich richtig viel Geld. Ja, aber hast du Bestechen oder irgendwas? Ja, Bestechen habe ich. Dann würfel mal Bestechen um 40 erleichtert. Das ist immer hart, ne, weil, also, ja, weil hart, es kommt darauf an, wie man spielen will. Ich spiele ja nicht so gerne, also, mittlerweile ignoriere ich Geld nahezu als Wert in den Pen & Papers, weil die immer so reiche Charaktere spielen. Also, wenn man jetzt sagt, Währung spielt eine Rolle, ist das halt ein Ding. Ich weiß halt, wir spielen auch nicht so loot-fokussierte Abenteuer. Wenn man jetzt DSA spielt oder so, spielt das natürlich eine wesentlich größere Rolle, wie viel Geld ein Charakter hat. Aber hier ist halt eigentlich nahezu egal, ne. Alter, was auch. 93. Das Geile ist, ich habe Stechen 55. Mit 40 erleichtert sind 95. Das sind 93. Bitches! Hat er geschafft, das ist so krass. Okay, ja, es geht. Nun gut. Dieses Schreiben könnte aus meiner Feder stammen. Oh. Und warum sollten Sie dieses Schreiben geschreibt haben? Nun, eine junge Frau bat mich darum. Welche junge Frau? Nun, sie stellte sich mir als Melva Sly vor. Melva Sly? Doch, ich will ehrlich sein. Ich hielt es fast für eine Lüge. Wie kommen Sie denn darauf? Nun ja, man kennt doch den Ort. Wie flüssig diese Interaktion läuft. Man hört doch, man hat ja Ohren. Und was ist denn zu Ohren gekommen? Ich spüre noch ganz andere Dinge. Frau Gogol, lassen Sie mich teilhaben. Melva Sly ist eine bekannte Persönlichkeit. Was? Das war doch nicht Melva Sly. Sondern? Ich denke, ich weiß es nicht. Oh, eine Frau wie Sie stößt an
die Grenze ihres Wissens schon so bald? Etwas scheint meinen Blick zu vernebeln. Ich habe zufälligerweise etwas dabei, was ihren Blick vielleicht etwas klären könnte. Oh, eine Eingebung! Ich könnte Ihnen die Frau beschreiben. Beschreiben Sie. Gut, sie beschreibt euch eine junge, attraktive Frau. So, übrigens, ich muss es mal herausstellen. Ich sag immer nur, dass Charaktere attraktiv sind, weil die Jungs sich das dann merken. Also, wenn ich jetzt sage, ja, die hat eine große Nase und braune Haare, wissen die morgen eh nicht mehr. Wenn ich sage, ja, ist ein attraktiver Mann oder ist eine attraktive Frau, sind die Jungs, alles klar, das merken die sich die nächsten 6 Jahre. Gib mir eine Sekunde. Wunderschönes junges Mädchen, langes, rötlich blondes Haar, lange Beine und eine kleine Stupsnase. Ist, man könnte sagen, ihr Gesicht hat Madame Gugul ein wenig an eine Porzellanfigur erinnert. Also hier ist auch ein bisschen dumm, das habe ich viel später erst angefangen, dass ich mir einfach Referenzbilder aus dem Internet suche und die in meinen irgendwo hinpacke und dann weiß, wie die aussehen. Das habe ich so lange nicht gemacht. Ich weiß auch nicht, warum ich da nie drauf gekommen bin, mir einfach halt so Moodboards zu bauen. Wirklich ein sehr hübsches junges Mädchen. Also ist das, wir haben sie ja schon mal gesehen, oder? Sanfte Stimme. Ist das Cynthia, nee, nicht, doch, ist das Cynthia Barker? Wurde euch schon mal so ähnlich beschrieben. Ja. Also dürft ihr habt sie noch nicht Barker gesehen. Sein. Ja. Ja. Könnte sein, ja. Die Magd. Wissen Sie was, Frau Gugul? Naja, doch, ja, ich weiß viel. Ich weiß, wie diese Frau heißt. Das, ich glaube es ja nicht. Wenn sich zu viele Charaktere so drüber sind, wird es lächerlich, aber zwischendrin ist sowas einfach zum Schreien. Ja, ich finde das auch, das ist Teil des Formats. Ne? Also zwischendrin ist es einfach lustig, dass die Charaktere so over the top sind. Wenn es natürlich auch mal ein bisschen schmaler Grat und manchmal sind wir auch zu klamaukig und so, aber es heitert es ja auf, gerade nach so einer Kampfszene und so. Wollen Sie diese Information haben? Willst du mal sowas aus KI zurückgreifen? Bei was jetzt, meinst du? Nun ja, erstmal hätte ich gerne mein... Ach so, bei so Bildern und so, ja, schon, aber es gibt ja genug Referenzen im Internet. Mein Geld. Also diese Information kostet aber eine Kleinigkeit. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es mir helfen würde, dass KI mir einen Charakter baut, wenn es im Internet 1 Million Referenzen gibt, die ich benutzen kann. Also KI baut die auch einfach nur aus Referenzen zusammen, also. Nee, danke, ich nehme das Geld. Für 1 Pfund verrate ich Ihnen, wie sie heißt. Nein, nein, geht schon. Haben sie, hält ihre Finger, sie hat so, auch so Metalldinger auf ihren Fingern und so ein Quatsch, so Klimbim. Damit können Sie aber nicht fliegen. Also es klimpert und pimpelt. Gut, haben Sie mir denn alles gesagt, was es zu sagen gibt? Ja, ja. Dann haben Sie hier Ihr Geld. Klick, klick, klick. Oh! Sie nimmt das dann verschnellt so schnell in ihrem Dekolleté, wo ihr seht, da ist nicht, also es sind eher Tücher vielleicht, die das Dekolleté bilden. Mhm. Madame Gugul, ja. Was, ha. Zu welcher Melva Sly sollte denn Frederick die Tinte bringen? Was, Madame Gugul, ja! Frederick zu einer Melva Sly? Und der Junge guckt so ein bisschen verschmitzt. Ich habe Möglichkeiten, Ihnen diese 3 Pfund wieder abzunehmen. Auch ich kann verhandeln. Mit... Nicht nötig. Ich denke, der Junge hat uns alle hinters Licht geführt. Frederick! Nun ja, aber ich hab vielleicht Geld genommen von der Lady. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ein bisschen Tinte. Ich wollte doch das Holzgewehr. Holzgewehr? Naja, ein Spielzeug. Das wolltest du dir kaufen? Das ist aus meinem eigenen Leben. Wir waren irgendwann im Astrid Lindgren-Land und da gab es so ein Holzgewehr, das ich unbedingt haben wollte. Es war einfach nur so ein dummes Holzgewehr, das nichts konnte. Und ich wollte es die ganze Zeit haben und ich war die ganze Zeit scheiße drauf, weil das zu teuer war und ich das nicht haben durfte. Und ganz am Ende durfte ich einmal Dosen werfen. Und dann meinte ich so, ganz am Ende war ich so voll angepisst, die ganze Zeit. Ganz am Ende meinte ich, willst du noch Dosen werfen? Ja, werfe ich halt Dosen. Und ich werfe Dosen, räume mit einem Wurf alles ab. Und der Typ im Stand so, ja, du kannst diesen Teddybären haben, diese Pippi Langstrumpf-Perücke oder dieses Holzgewehr. Und ich war so, was zum fucking Henker. Schicksal. Das habe ich bis heute. Das hängt heute noch bei meinen Eltern in der Garage, das Holzgewehr. Auf und von dem Geld. Ja. Das verstehe ich, Frederik. Ich war auch mal so jung wie du, aber nicht so arm. Erzähl uns die ganze Geschichte. So wie sie sich zugetragen ja, hat. Ja, die Lady, als ich neulich da war, hatte den Brief gesehen und wollte die gleiche Tinte. Mhm. Wusste ja, wo es die Tinte gibt. Das ist alles. Ja. Wo wohnt die Lady? Und das Holzgewehr. Wo wohnt die Lady?
Ja, er gibt euch die Adresse, die ihr schon kennt, das Haus der Slice. Also da war er ja wirklich. Okay. Scheinbar, also sagt er zumindest. Was hast du gerade nochmal gesagt, kleiner Junge? Und das was? Gewehr? Holzgewehr. Holzgewehr. Haben Sie das gehört? Holzgewehr. Ja. Ich war auch mal so jung wie du, aber nicht so arm. Ja. Das könnte interessant sein irgendwann. Ich wollte es wiederholen, weil ich das Gefühl hatte, das ist untergegangen. Dann würde ich vielleicht davor. Möchten Sie das Holzgewehr kaufen? Kaufen Sie es, man weiß nie, wann man es braucht. Oh, ich ersticke! Oh, die Luft, das wird so eng hier drin! Dann gehen Sie doch raus. Also ich möchte euch offensichtlich weisen, dass ihr jetzt gehen sollt. Na komm, Sie verlassen mir diesen Zirkus jetzt hier. Warten Sie, eine... Mein Vater, hier sind die ganzen Traumageschichten gerade im Chat. All die Sachen, die man mal haben wollte. Lego, Raumschiff, ein Baumhaus und so. Das hat meine Mutter auch mal gesagt. Ist halt so faszinierend. Du machst den ganzen Tag alles richtig und du weißt halt als Eltern nicht, ob das eine Mal, dass du nicht alles richtig machst, nicht das eine Mal ist, an das sie sich für immer erinnern. Weißt du, kannst 5 Jahre am Stück kriegen sie alles, was sie wollen. Du gehst einmal ins Legoland und kaufst ihnen nicht das lebensgroße Lego-Männchen. Und die wachen 20 Jahre später aus ihrer Therapie-Hypnose-Session auf und sagen, Moment mal, darum bin ich so verkorkst. Weil meine Eltern mir das Lego-Männchen nicht gekauft haben. Sache doch, Frau Gogol. Ja. Wenn Ihnen jemals wieder jemand begegnet, von dem Sie glauben, dass er zu unserem Anliegen passen könnte, dann schicken Sie doch den jungen Frederik vorbei. Vielleicht gibt es da noch ein bisschen mehr von dem Klimper. Oh, ich sehe, dass das keine gute Idee ist. Eine oder keine? Eine. Okay. Also Lord Henry. Und sie wendet sich ab und so bedeutungsschwanger streift über ihr, ja, es ist eigentlich eher ein Marmeladenglas als eine Kugel, aber sie streift sie drüber. Also Lord Henry, wenn man Ihnen Fragen beantwortet, dann geben Sie Geld. Habe ich das richtig interpretiert gerade? Das kommt natürlich darauf an. Haben Sie Fragen an mich oder an den lieben Winston vielleicht? Wann sterben Sie eigentlich? Sehr, sehr bald. Hoffentlich. Ich nehme so einen richtig dreckigen Pen. Ach, sehr, sehr bald. Hoffentlich. Wie? Ja, wer des Pennys nicht ehrt, ist des Bitcoins nicht wert. Moment, er bübt sich. Au! Es war's wert. Ich würde es wieder tun. Gut, ihr steht also wieder auf der Straße, richtig? Ja. Ja, es regnet wieder. Ja. Soundkulisse. Ja. Ich überlege gerade, wie Frederik, ob sie den nicht adoptieren sollen. Jetzt wollen sie den mitnehmen. Sollst, und ob wir den nicht als Laufburschen mitnehmen können, der für uns Buddy Sachen macht. Bei ihm soll er adoptieren. Möchtest du, dass ich die adoptiere? Ja, wir können nicht einfach irgendein Kind von der Straße weg adoptieren. Er kann das schon. Also Lord Henry kann das. Also im Echtzeit habe ich den Skill adoptiert. Na, machen wir uns nichts vor, doch, das geht. Oder? Adoptieren doch. Machen wir uns nichts vor, das geht. Also in dem London, das wir hier spielen, in der Welt, muss ich auch mich korrigieren, das geht schon. Die Welt ist so absurd und over the top in Running Man. Da kann man schon ein Kind von der Straße weg adoptieren, potenziell. 190 auf adoptieren. Das muss doch gehen. Erleichtert um 10. Das ist bei Madonna wegen dem Geld. Okay, na gut. Ah. Okay, wir sind auf der Straße. Ab zur Kutsche, würde ich sagen. Das war jetzt aber mal ein wirklich sehr informativer Abend, nicht wahr, meine Herren? Was haben wir denn? Können wir noch mal zusammenfassen, was wir nun alles erfahren haben für den alten Mann hier? Das können wir. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Sehr guter Moment nämlich für eine Pause. Jetzt haben wir nämlich genau 2 wunderschöne Videos produziert und sind wieder eine Woche im Voraus und können jetzt lieber noch ein bisschen die Biber in den Damm jagen, sage ich. Also, danke an alle, die auf YouTube geguckt haben. Danke an alle, die im Stream dabei sind. Wir sehen uns schon ganz bald wieder. Hat sehr viel Spaß gemacht.